Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Jetzt ist das Problem, ich habe es glaube ich nicht filmen können. Das Scheiß soll nur fetteln. Jetzt habe ich die ganze Zeit für sonst, um sonst geredet. Aber es ist vielleicht gut, dass ich nicht so, dass ich nicht so viel um den heißen Brei rede. Jetzt war ich vorne mit dem TÜV nicht angelaufen. Jetzt haben wir die schönen Kurven verpasst. Ich bin mit dem TÜV nicht angelaufen. Mit dem L. Und wenn ich den überbrückt, es ist so komisch, dass der nicht angelaufen ist. Aber haben wir überbrückt und ich habe schon probiert anzuschieben. Im zweiten Gang ist alles nicht gegangen. Und genau, da habe ich ein bisschen darüber geredet. Wegen dem TÜV fahren. Und zwar lohnt sich der 125er Führerschein. Ich würde sagen, safe lohnt er sich. Weil es einfach mit dem. Also, jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich überhaupt nicht gern zum Beispiel in der ÖV fahre. Weil dann musst du noch front, aber musst neben einem hocken, der zwei Tage nicht mehr getuscht hat und der den ganzen Tag noch geschwitzt hat. Und dann hat er Verspätung und hast keinen Platz und es ist müffelig. Und kannst nicht dort hin, wo du hin willst. Und darum lohnt sich ein 125er Führerschein safe. Weil, du kannst das jetzt seit dem Jahr schon mit 16, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat. Nein, das Jahr kann man mit 16 schon Führerschein machen. Und du bist einfach mega frei mit dem 125er, kannst du erstens mal eine schöne Kurve fahren. Bist in der Stadt kein Verkehrshindernis. Auf dem Land kein Verkehrshindernis. Kannst auf die Autobahn. Krass. Und was soll ich sagen? Geil. Denkt gut. Nein, eben und. Mit dem 125er Führerschein ist es so, dass du. Das ist schon die Basistheorie vom Auto. Der 125, also du brauchst da Theorie, Autoprüfung. Das heisst, wenn du 18 bist und willst Auto fahren, musst du nicht mehr Theorieprüfung machen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie lange das gültig ist. Wenn's, musst halt schauen, wenn es wirklich genau nur 2 Jahre gültig ist, musst du halt schauen, wie das in der Theorie funktioniert. Aber eben, du bist einfach so mobil mit dem 125er und natürlich, zuerst, also ich würde jedem, der jung ist und wo das alles noch nicht gemacht hat, empfehlen, zuerst mal das Töffli. Ich habe das Töffli nie gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht viel besser als Velo zu fahren. Natürlich, wenn man keine Auszug hat, ist es auf die Distanz raus schon besser. Sonst bist du natürlich mit dem Velo gleich schnell. Und, aber krass, dass ich jetzt kann. Dass ich die grossen TÜV fahren kann, ist krass. Ich habe nicht einmal die TÜV-Prüfung bestanden. Ich konnte erst die TÜV fahren. So herzig. Ich konnte erst die TÜV fahren, wo ich die Autoprüfung bestanden habe, weil das ist ja Basisding. Das ist ja, dann darfst du TÜV fahren. Du musst ja nicht mal irgendeinen Antrag schüler irgendwas. Und mein Bruder hat. Geiler TÜV. Mein Bruder hat, hat A beschränkt und Rollerprüfung oder 125, das ist ja A1. Das kann man auch, wenn man jetzt das Auto schon fährt, wenn man schon die Autoprüfung hat, schon seit mehreren Jahren, man sagt, hey, ich würde gerne TÜV fahren, ich würde anfangen, dann könnt ihr ruhig den A1 Führerschein bestellen und müsst einfach ein paar Fahrstunden machen. Müsst keine TÜV-Prüfung machen, nur das hat nur so ein Schlupfloch, nur also so war es zumindest bei mir gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es müsste eigentlich immer noch gleich sein. Ich habe auch noch nicht so lange Prüfung. Und mein Bruder hat eben A beschränkt. Also nicht A1, sondern A beschränkt. Das sind alles Kinder, die da fahren, nicht? Ich würde sagen, A beschränkt. Und die 2 Jahre kann es auch aufmachen. Und dann ist es nicht mehr A beschränkt, sondern man hat auch die offene Prüfung. Ich so geil, wie ich mich fühle auf dem TÜV. Es ist so schön. Es ist so Freiheit pur. Ich habe noch andere Änderungen, wahrscheinlich betrifft es euch nicht grossartig.
Aber mein Audi ist jetzt im Familienbesitz wieder. Der war ja früher mein Vater, dann hat meine Mutter wortwörtlich geerbt. Dann hat sie es mir gegeben, weil sie nicht große Interesse gehabt. Jetzt läuft das Auto. Es war eine teure Reparatur gewesen. Und jetzt gehört es sozusagen wieder uns allen will. Es ist einfach das Beste. Also erstens mal, meine Mutter hat viel mehr mit dem Auto am Hut als ich. Ich meine, sie hat seit sie 20 ist, ist sie im Club. So seit jetzt schöne 30 Jahre ist sie im Club. Und ich bin an weniger damit zu tun. Und es ist einfach das Beste, weil ich denke mir zwar so, das ist doch mein Auto und alles, aber wenn es jetzt aus allen zu dritten ist, dann ist es aber auch zu finanziell aus zu dritten. Und das heisst auch, weil wenn irgendetwas ist, es ist etwas gewesen, relativ teure, ein paar tausend Franken, und wenn das wieder so wäre, wenn das jetzt wieder wäre für ein paar tausend Franken, so eine Reparatur, ich würde das Leben lang für das Auto zahlen und könnte mir nie irgendetwas leisten, nie irgendeinen anderen TÜV leisten oder ein Upgrade am TÜV oder ein anderes Auto oder so. Darum ist das eigentlich das Beste so. Und das Auto wird hoffentlich auch mehr gefahren, aber wenn ich mega heikel bin, denke ich, hoffentlich macht es nicht mehr kaputt, hoffentlich das, hoffentlich fahrt es warm. Das ist ja für das gemacht. So. Der Audi ist ja für das gemacht, um bewegt zu werden, und ich hoffe irgendwie schon, ja, dass er auch gefahren wird, weil für das ist er ja eigentlich mal entwickelt worden, oder? Kannst du rein? Bitte? Dankeschön. Oder für das ist ja mal entwickelt worden. Und ich will mal sagen, ein kurzes Video. Ich bin mega enttäuscht, dass es nicht gegangen ist, an dem Video, dass ich da falsche Einstellungen habe. Ich hoffe aber, dass das Video klappt und ich komme. Hast du gesehen, das Auto? Geht der 86er Stall gefahren? Ein Deutscher! Und ich hoffe, ich muss langsam wieder in das Motorvlog reinkommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal, euer Obscura 94.